This is GFL football. Nate Robitaille, Wide Receiver von den Schwäbisch Hall Unicorns, spielt schon eine ganze Weile in Deutschland, aber die Saison 2019 war vermutlich seine beste. Jetzt stand er mit den Unicorns im Viertelfinale gegen die Berlin Rebels. Der Südmeister startet mit dem Pass von Jadrian Clark auf Nate Robitaille natürlich beim ersten und 25, 32 Yards Raumgewinn. Anschließend dann Clark auf, genau, Robitaille, 15 Yards. Und damit ein erster Versuch und Goal. Und dann darf auch mal der Running Back ran. Das ist in dieser Situation Maurice Schüle. Lücke ist da durch die Mitte. Touchdown 7-0. Die Berliner Offense setzt auch auf das Laufspiel. Andreas Betzer, der Franzose, hier mit einem 16-Yard-Lauf. Anschließend dann allerdings 3. und 20. Kurt Palandek, der Quarterback, wirft's. Alex Tunkara vollkommen frei in der Endzone, aber der Ball ist zu hoch. Tunkara hält die Füße nicht im Feld. Unvollständig. Deswegen Field Goal von Philipp Andersen, der extra eingeflogen wurde für dieses Spiel. 53 Yards. Aber der Kick ist geblockt. Dass Andersen diese Distanz drauf hat, wissen wir aus der Vergangenheit. Andere Seite. Clark auf. Aufgepasst. Langer Pass. Und da ist natürlich Nate Robitaille, der Mann mit der 86, fängt diesen Ball trotz Bedrängnis für 58 Yards. Und dann anschließend aber der Fehler. Clark unpräzise abgefangen von Paul Seifert für die Berlin Rebels. Die Berliner wehrten sich tapfer in der Anfangsphase, aber Chris Smith hier nur mit einem 3-Yard-Lauf. Es folgte ein 3-and-out und ein Punt. Also wieder Schwäbisch Hall mit Clark und Robitaille. Diesmal 15 Yards. Aber es gibt ja noch einen anderen herausragenden amerikanischen Receiver im Team der Schwäbisch Hall Unicorns. Und das ist Tyler Rutenbeck. Und weil wir das hier wegen der Kamera im Bild nicht so hundertprozentig sehen, jetzt nochmal zum Genießen. Das ist eines Odell Beckham Jr. würdig. Einhänder in der Endzone, 14-0 für Schwäbisch Hall. Andere Seite, Andreas Betzer, der fand zu Beginn der Partie Lücken, 19 Yards. Zweites Quarter. Die Rebels jetzt vor der gegnerischen Endzone. Perlendeck wieder auf Tunkara. Diesmal stimmt das Timing. Wieder ist die Kamera im Weg. Tunkara an der vorderen Ecke der Endzone mit super Balance. 14-7 die ersten Punkte für die Gäste. Aber Schwäbisch Hall hat immer eine Antwort. Und das sind oft Big Plays. Hier 31 Yards auf Joshua Haas. Anschließend dann Clark auf Tyler Rutenbeck. Sieht aus, als wäre er getackelt. Ist er nicht. Dann reißt er sich los. Kommt nicht ganz bis in die Endzone. Fehlt noch ein Yard. Das sehen wir jetzt hier in der Wiederholung. Nochmal besser. Anschließend die Unicorns mit einer Strafe. Deswegen liegt der Ball jetzt an der 6. Aber Jadrian Clark hat die Zeit und findet Ari Adegbesan zum 21-7 für die Gastgeber. Hier kommen die Rebels mit Andreas Betzer, aber der macht den Fehler und Cody Pastorino, der Safety der Unicorns, sichert den Ball. Schwäbisch Hall will es jetzt wissen. Trickspielzug, Ian Gerke mit dem Pass in die Endzone, aber der ist unterworfen und da ist Paul Morant. Und die Unicorns schenken den Ball gleich wieder zurück, nützen den Fumble von Betzer also nicht. Also ein Drive der Berliner mit Kurt Palandek auf Jason Harris, das sind 15 Yards. Dann liegt der Ball kurz vor der Endzone. Kurt Palandek auf TJ Ezekielu. Das ist der Touchdown für die Rebels. Sie verkürzen auf 21-14 und halten das Spiel im Optima Sportpark knapp vor beinahe 2900 Zuschauern. Zweite Halbzeit. Die Unicorns mit Jadrian Clark. Dritter Spielzug, aber der verliert den Ball und die Rebels sichern sich das Leder. Die Haller also nicht fehlerlos in dieser Partie. Dritter und Goal von der 15. Ezekielu hat den Ball, aber er schafft es nur bis an die 7-Yard-Linie. Also Field Goal Andersen, 26 Yards, das ist gut. 21-17, nur 4 Pünktchen Vorsprung für den großen Favoriten. Johannes Brenner, der Abwehrchef der Unicorns, mit seinen Jungs, währenddessen die Offense auf dem Feld. Und das ist ein Touchdown-Pass von
Jadrian Clark auf Nate Robitaille. Wieder die Chance, ihn zu tacklen. Er reißt sich los. 28 zu 17. Die Haller ziehen wieder davon. Ende des dritten Quarters rein ins vierte. Die Rebels beginnen mit einem 3-and-out. Und das ist Clark mit dem langen Ball auf Tyler Rutenbeck. Und der Pass ist gut für 43 Yards. Und dann liegt der Ball an der 7-Yard-Linie. Und Clark wirft kurz auf Nate Robitaille. Kein Verteidiger in der Mitte, keine gute Idee. 35 zu 17. Nate Robitaille, der überragende Mann auf dem Platz mit seinem zweiten Touchdown in Folge. Jetzt wurde es also Zeit für die Berliner, aber es folgten Fehler. Perlendeck über die Mitte, Interception von Goran Zek. Und er trägt den Ball 40 Yards zurück. Kurz danach dritter Versuch und Goal Handoff zu Jerome Manyema. Der wird für Raumverlust getackelt. Also nur ein Field Goal Versuch von Tim Stadelmeier aus 22 Yards zum 38 zu 17. Die Berliner versuchten bis zum Schluss alles und sie hatten ihre Momente. Hier der lange Pass von Perlendeck auf Alex Tunkara. Das bringt immerhin 37 Yards. Und dann Perlendeck, der höchstpersönlich in die Endzone läuft, aus 5 Yards zum 38 zu 24. Eigentlich nicht mehr genug Zeit für die Rebels. Die probieren trotzdem den Onside-Kick. Die Haller erobern den Ball und haben dann noch ein Offensiv-Highlight, nämlich der Touchdown-Pass von Jadrian Clark auf Joshua Haas zum Endstand. 45 zu 24. Die Berlin Rebels wehren sich tapfer gegen den großen Favoriten. Die Rebels halten das Spiel lange eng, aber am Ende setzt sich die höhere Qualität bei den Schwäbisch Hall Unicorns dann doch durch.